hab Eis in meinem Kopf und ich geh ab und ich geh ab und ich hab Eis um meinen Hals und ich geh ab und ich geh ab. Ich hab Eis in meinem Kopf. So, meine Freunde, wir sind jetzt endlich angekommen in Berlin in unserem Hotelzimmer. Ich gebe euch jetzt auf jeden Fall auch mal eine kleine Roomtour. Die Reise war sehr angenehm. Ich habe gar nicht gedacht, dass Zugfahren so angenehm ist eigentlich. Ich bin schon jahrelang eigentlich nur mit dem Zug gefahren, weil ich da keinen Bock drauf hatte, so, keine Ahnung warum, aber jetzt war es eigentlich ganz cool. Also so sieht's aus, wenn man reinkommt in die Bude. Hier ist das Bad, ist sehr sweet, also ich find's ganz schön. Klein, aber fein, kleine Aufbewahrungsmöglichkeit, Spiegel, ein sehr schönes großes Bett. Das ist die Aussicht, ganz schnieke. Wir sind direkt auf dem Kudamm, also bisschen weg vom Schuss, aber nicht zu weit. Vielleicht direkt neben Wadi Tim. Ja, jetzt mache ich mich fresh und dann geht's direkt ab in die City. So, das ist das Outfit für jetzt. Das ist jetzt übrigens hier meine Main Chick. Es gibt natürlich auch noch einige Side Chicks, aber die Main Chick wird in diesem Fall etwas bevorzugt. Folgender Plan: Wir gehen jetzt raus. Da ist so ein Burrito-Laden, da waren wir schon mal. Da werden wir eine Kleinigkeit essen und dann werden wir unsere Minibar befüllen. Das heißt, wir machen nochmal einen Abstecher zu Edeka. Ganz wichtig. Ist da oben. Flippers statt Kickers. Ganz wichtig. Das ist schon sehr, sehr cool. Sag die, guck mal, da hängt so ein Schwanz. Und da ist der andere Teil. Nee, erst Kaffee. Wir haben jetzt 18 Uhr. Kurzes Feedback zu unserem mexikanischen Aufenthalt im Dolores. Ist immer sehr angenehm, auf jeden Fall dort zu essen. Ich finde die Musik sehr toll. Auch wenn sie etwas laut ist, aber das ist halt auch der Vibe. Geschmeckt hat es auch super. Hallo Booth, Allah. Soll ich aufhören? Die habe ich von ihr. Lana Del Rey hören oder was? Doppelplayer, hallo. Es geht nur Singleplayer. Dann musst du mich. Nichts gibt's, hat. Alter, hast du gesehen? Diese Zimtschnecke ist ja so brutal. Ist so juicy. Ich war gerade im Rossmann und hab mir ein Wasser für 50 Cent genommen. Hab's aufgemacht und hab einen Schluck getrunken. Kommt einer zu mir her. Haben Sie das Wasser denn auch schon bezahlt? Ich so, nee, ich bezahl's, keine Angst. Er so, ah ja, bei einem zweijährigen Kind, was gleich verdurstet, hätte ich jetzt eine Ausnahme gemacht. Aber bei so einem Kerl, diese brutale Allmann-Mentalität geht mir einfach ein bisschen auf den Sack. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Morgen ist es jetzt gerade nimmer, wir haben jetzt mittlerweile 12:30. Dann lässt sich sehr gut gehen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einem Frühstückslokal. Da wird dann genüsslich gespeist. Später wird das KDW unsicher gemacht. Ich denke, dass es tatsächlich heute eher so auf ein bisschen Window-Shopping hinausläuft. Ich will mir auf jeden Fall ein paar Inspirationen für Uhren sammeln. Oh, Geld hat. Ja.
So, wir haben jetzt spontan ein sehr, sehr schönes Frühstückslokal gefunden. Das war das Café im Literaturhaus, keine Ahnung. Da sind wir spontan reingegangen, waren eigentlich auf dem Weg woanders hin. Aber es war sehr, sehr vornehm und sehr lecker, gut. Dementsprechend Win. Der Boy hat sich auf jeden Fall eine Kleinigkeit gekauft. So eine kleinere Santos. Ja, wie die so eine Frauen halt, ne? Ja. Auch mit Abstand gefällt. Ich gehe auch gleich noch. Das ist aber irgendwie ein ganz anderer Stil. Dieses kantigere, das kommt ganz. Und es ist irre schön. Ja. Mit eines der ersten Male, wo ich mich so persönlich mit Uhren beschäftigt habe, also dass ich die auch tatsächlich angezogen habe, das ein bisschen wirken lassen habe. Ein sehr gutes Gefühl, wurde sehr, sehr gut beraten. Muss mir natürlich noch mal ein bisschen Gedanken machen, aber tatsächlich war diese Uhr, die ich dann am Ende anhatte, das war die Takoya, auf jeden Fall eine Takoya. Diese Uhr hatte ich schon die ganze Zeit im Auge und jetzt hatte ich sie heute mal an und jetzt bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich in diese Richtung Uhr auf jeden Fall gehen werde. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich kleinere Uhren interessanter finde als diese dicken Klötze so. Aber wie sich rausstellt, stehen mir die dicken auch ganz gut. Ja, auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Jetzt noch ein bisschen den KDW erkunden. Das war eigentlich genau mein Ziel heute, mich mit den Uhren zu befassen, mit der Uhr auch zu befassen. Der Shopping-Tag wurde jetzt auf jeden Fall mehr als erfolgreich beendet. Ich wurde sehr, sehr gut bei Bucherer beraten. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall mehr vorstellen, wo es denn hingehen soll mit meiner zukünftigen Uhr. Mit dieser Aussage möchte ich auf jeden Fall auch den ersten Berlin-Vlog beenden. Wir bleiben noch 2 Tage. Da werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich doch gerne mit einem Like oder mit einem Kommentar wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.